Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Space Tyrant, ein Spiel von den Machern von Slayaway Camp. The path to ascension is lined with the remains of the weak. Okay, select a mission. Continue. Mal sehen, starting mission. Was ich noch dazu sagen muss, das Spiel ist aktuell noch in der Closed Beta, wird aber jetzt bald Early Access werden. Es ist natürlich dann mit ein paar Fehlern noch zu rechnen. Okay. Hier sehe ich eine Einheit von mir. Die kann ich jetzt anklicken und wohin schicken. Das Ganze ist rundenbasiert. Der gehört jetzt mir. Und einen Zug beenden. Okay, weiter hier zu dem. Stonehair vs. Hammer. Geht zu Beginn. Also, der Kampf läuft, soweit ich das mitbekommen habe, vorwiegend automatisch ab. Jedes Schiff hat eine eigene Fähigkeit und das verbraucht diese Energieblitze. Wir wollen falls ein additional Volley oder sehe ich nicht irgendein Strike und regenerate auch zwei und das fühlt sich langsam an auf und jetzt kann ich hier noch gleich mal drauf schießen, zack, einer weniger und schon gewonnen. Okay. Please don't space me. Eine Erfahrung dazu. Und City gehört mir. Kann ich nicht mehr bewegen? Habe ich schon bewegt. Jetzt geht's wieder. Schön. Stonehair Level 2. Fleet Size. Oh, auf 10 Schiffe. Okay, jetzt kann ich hier den Planeten invaden. Der hat eine Verteidigung von 1. Das heißt, ich muss jetzt mindestens eine 1 würfeln, soweit ich das verstanden habe. 5 Damage, somit ist das Schild weg und der Planet gehört mir. Among the strange and varied experiments on this station, you come across a grotesque predator locked in a cage. What will you do with it? Das Ganze kann, soweit ich weiß, auch negative Auswirkungen haben. Mal sehen. Grudgingly accept the caller and you bring it aboard. Your ship, its presence by your side will surely be valuable in the future. Pet, trades influence will... Okay. Also das hat geklappt. So, hier bekomme ich pro Zug 40 Credits. Und hier bekomme ich 5 Research-Punkte. Kann ich hier was machen? Nein. Invasion Dice... Das haben wir schon gesehen, mit einem Würfel kann ich würfeln. Ich bin hier Level 2, 94% Leben. Ja, so weit, so gut. Ah, und hier sieht man auch, wenn sich das hier dreht, dann dürfte ich noch einen Zug frei haben. Hier ist auch der wieder.
Das heißt, ohne einen Kampf kommen wir ohnehin nicht weg. Aber sollte sowieso kein Problem sein. Einen Wolle nach dem anderen raus. Ach, das, okay. Meteor Strike. Wow. Cool. You have taken your first steps. Oh, victory. Das heißt, ich habe jetzt die ganze Karte erobert und bekomme 1085 Punkte. So, diese habe ich jetzt erledigt. Die zweite Mission. Accomplish the following. Capture the Barracks Planet. Sehe ich den schon? Nein. Aber hier habe ich jetzt zwei Routen zur Auswahl. Hier ist wieder mein Gegner. Drauf. Wolle, 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 Wolle. Autsch, der macht mir nicht kaputt. Das wäre jetzt auch noch interessant. Ob die. Oh, der macht aber gut Schaden. Ob diese. Ob diese jetzt kaputt bleiben oder nicht, aber ich denke schon. Genau, ich habe jetzt nur mehr zwei Schiffe hier. Das ist nicht gut. Dann werden wir uns mal den Planeten einverleiben. Ah, ja, ich kann ja auch auf dem Planeten dann Schiffe kaufen. Local police have caught a life form which appears to be able to change its shape at will. What will I do with it? Roll it in your secret police, put it in a zoo. Oops. Ja, nehmen wir ihn auf bei uns. News by the smashing success, it reports to you on friend and foe alike without being detected. Okay. Oh, ich bekomme plus 4 Research Punkte. Das ist jetzt eine Karte, die kann ich aktivieren, wann ich will. Ich habe hier 2 Mana. Und hier sieht man, regenerates every turn. Das heißt, wenn ich das jetzt spiele, dann lädt sich das nächste Runde wieder auf. Ich warte aber jetzt eine Runde, weil scheinbar dürfte jetzt ein Research Breakthrough bevorstehen. Tag available. Und wo? Add to. Das ist auch schön. Das werde ich jetzt auch spielen. Und zwar auf diese Fleet hier. Okay, das sind die 2. Und der kostet 60. Ich habe genug Geld. Cruiser. Jawohl. Weak versus Shields. Aber der hat wieder Regenerate. Okay. Somit haben wir wieder aufgerüstet. Aber das hier, Tech Available. Wo? Hier. Oh. Your Empire has completed enough research to select a new technology. Plus 10% Ship Health oder 10% Damage. Ich spiele das jetzt trotzdem noch aus, weil warum nicht? Hier kann ich jetzt entweder hier rüber oder oben. Aber nachdem ich aufgerüstet habe, will ich natürlich gleich mal draufhauen. Und Volley.
Ah, der hat Shield. Okay. Ja, das war's. Und der Meteor Strike dann. Sehr schön. Level 2. Jetzt kann ich wieder 10 Chips. Ah, 2. Jawohl. 3. Damage ist er. Weg und gehört mir. Jetzt bekomme ich 80. Sensors have indicated a strange echo deep in the crushing depths of a gas giant. Attempting to enter with normal ships would be very risky. Ich habe aber normal ships. Aber ich will sehen, wenn was passiert. Deep down the fleet finds a group of aliens partying inside a hollow sphere. The scientists learn much from the experience after they sober up. Plus 8 Research-Punkte. Sehr schön. Das heißt, nächste Runde kann ich schon wieder. Habe ich schon wieder eine Attack. Minus 4 Defense to Siege Planet. Crystal World. Ja. Also, als erste Mal eine Attack is available. Increased Volley Size without sacrificing damage. Aber wir brauchen ein bisschen Ship Health auch. Ah, das kann ich nicht ausspielen, weil ich habe hier, das braucht 3 Mana, ich habe aber nur 2. Aber ich kann hier wieder was kaufen. Ich probiere mal so einen. Und. Sowas und... sowas. Und jetzt habe ich mein ganzes Gold ausgegeben, meine ganzen Credits, aber dafür habe ich eine schöne Flotte beisammen. Er dürfte wieder 2 haben und somit sollte der keine Chance haben. Regenerieren wir mal. Ach, der, okay, der regenerated und wirklich nur dieser. Ich habe gehofft, der heilt mir zum Beispiel den. Na gut, soll so sein. Gleich mal in Wen. 3 muss ich mindestens würfeln. Oh, 3 habe ich. Wunderbar. Und somit haben wir einen Mana-Punkt, also einen Mana mehr. Exploring this system, you discover hidden wormhole before you can take action. Your fleet is pulled in. Oje. The wormhole spits you out in another location, then collapses behind you. Nicht schön. Was haben wir hier? Plus 3 Defense to a controlled planet. Mhm. Den Fog of War aufdecken. Okay, und hier sind Barracks. Spaßeshalber werde ich mal das hier spielen. 7. Was passiert hier? Invade 5. Okay, das macht mal Damage. Aber hier sehe ich ja gar nichts. Aber das dürfte auch einer sein. Was ist jetzt, wenn ich hier muss? Kann ich gar nicht. Der hat Nummer 3, jetzt hat er Nummer 1. Allows an additional planet exploration. Ich kann wieder was machen. Oh, wieso ist das jetzt wieder weg? Ach, das zählt nur für den Cruiser. Oder da, das zählt nur für den hier. Okay, für den Typ. Okay. Ja, trotzdem. Spent Fleet can move again. Ui, und bekommt Rate of Fire. Victory, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier
erobert habe, aber egal. Segments of the population on this world ascribe to a pacifist movement, which is at odds with your imperial doctrine. Wollen wir uns da einmischen? Klar. Sensing weakness, the fleet mutinies, trying to wrest power away from you. You're victorious, but only after significant loss of life. Oh je, 20% health verloren. Nächster Turn. Hier drauf. So, was habe ich bekommen? Zwei Fregatten. Kann ich die dazufügen? Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Das war doof. Dann weg mit den Schiffen. Hier kann ich nichts machen. Dann werden wir gleich mal angreifen. Oh, der hat viel. Wolle, wolle. Ein Meteor Strike drauf. Bombs. Und Level 3. Das wird noch größer. Aber das sollte jetzt... zuerst muss ich invaden. Aber danach sollte eigentlich die Mission geschafft sein. Weil das war ja mein Ziel. You've proven yourself ready for a real challenge. Victory. Haufenweise Punkte. A new cycle... Die sind gesperrt. Ach, das war jetzt so ein bisschen Tutorial-mäßig. Okay, hier kann ich Sachen anlocken. Okay. Available Commands. Okay. Ja, ich würde sagen, für heute war's das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.